Was mal willkommen zu Spieltag Nummer, es müsste 6 sein? Ich meine 6. In der, im EPP, Eugen Xomrik, welchen Namen soll ich die aussprechen? Ja, hier ist das Team und ich bin gespannt, meint, ist dann auch ready? Also, schaut ihr noch bestimmt. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein. Und ich bin gespannt, also ich finde mein Matchup unglaublich scheiße, muss ich dazu sagen. Weil ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, dass ich mit Dragapult, Shaman Sky und so relativ gut klarkommen kann in meinem Kader. Aber wir werden sehen, wie es läuft. Wir haben Elektrofeld, Morpeko Plus, also als Setter für Valiant dabei, was ganz lustig sein könnte. Wir haben P2, der so ziemlich die einzige Antwort gegen beide ist. Wir haben hier mal wieder Dragagi dabei. Ich will endlich mal den Draco droppen mit Terra Dragon. Und Voshin hat sich am Ende noch reingemogelt. Den fand ich eigentlich ganz cool in dem Matchup, deswegen habe ich ihn dabei. Und Sonic hat sich noch nicht gemeldet. Okay, jetzt hat er sich gemeldet. Mach ich den Kalk noch schön auf. Wunderbar. Ich mache Musik an. Bisschen was zum Listenen auf jeden Fall. So, ne. Die Farbe auch schon sucht oder wie es eigentlich bei mir aussieht. Eigentlich war der Kampf ja auch schon ein bisschen früher geplant, aber Sonic ist irgendwie erst vor. Gefühlt eine Viertelstunde von Arbeit gekommen. Und jetzt haben wir uns auch mal gefunden. Das ist ja wunderbar. Werde ich Team aufschreiben. Ja, okay, die beiden Nemesinsens, wenn man es so nennen will, sind auch auf jeden Fall schon dabei. Dragapult. Iron Crown ist auch dabei. Den finde ich auch etwas eklig. Den sich einfach die ersten 5 Monster aus seiner die ersten 6 Monster im Team, die dabei hat. Ich meine nämlich ja, weil ich Turtok nicht, aber der Rest sind so die ersten 5 Mons. So, ich werde mich dann mit Open Letter reingehen. Bei der Möglichkeit mit Misery reingehen. Breakdown bei der Möglichkeit. Ich gehe mit Open Letter rein hier. Da finde ich eigentlich kein Matchup wirklich komplett scheiße, muss ich sagen. Gut ist auch, ich kann hier relativ free meine T-Spikes legen. Tassilo. Das ist ein gutes Matchup. Das finde ich sehr schön. Ich habe keine Fairy dabei. Ich bin gerade sehr schön überlegen. Ich habe ja einen Modest Tantrag dabei, aber ich auch mal direkt den jetzt zünde. Und ich glaube, das mache ich direkt. Habe ich Bock drauf. Wir gehen mal direkt mit Full Hass rein. Endlich mal den Terra Dragon Draco. Wenn ich ihn endlich sehen. Oder wenn ich jetzt schon so ankündige, dann wird er sowieso missen. Aber ich drücke auch nochmal. Ich kann jetzt natürlich gut sein, dass ich Crown reinkommt, aber gegen Crown kann ich wahrscheinlich sie einfach weiterdrücken. Ich muss halt überlegen, was holt jetzt in den TR Dragon Draco rein? Dazu geht's wohl. Ist das? Okay. Und das wird jetzt halt weg. Okay, nicht.
fuck. Was ist das für ein Crown? Also Offense Crown von Zuschauern. Das waren 30% der. Wie das der. Durchschwätze. Interessant zu wissen, was tut denn jetzt gegen mich? Hier an meinem Misery, ich kann ihn ja knocken, ich bin schneller als der normalerweise, meines Wissens. Mal schauen, was der macht. Aua! Ja, mal Aura-Rad. Geht raus. Den Schirmen ist gleich vielleicht. Ist egal. Ich hätte ihn auch da rufen können. Ist auch guter Schaden. Ich weiß nicht, ob ich ihn einfach mal knocken will. Aber also das Gefühl will mich jetzt einfach umbringen. Weil es nur was hole ich in den Reihen. Wir haben hier sicher schon Drachen rumsitzen, aber auf der anderen Seite steht halt ein Spätzte Iron Crown. Ich weiß ob ich ihn einfach knocken soll. Das soll ich machen. Auch dann fällt Variant direkt weg. Aber wir haben relativ gut angehehltes Arcani dann direkt. Dann macht er auch irgendwas Dummes. Okay, der Ballon ist dann schon mal weg. Den hätte ich halt auch schon sehen können. Panzer. Fein. Ist noch Peko weg, aber der Rocky Helmet von Arcani ist genauso weg. Sehr, sehr schön. Wir haben vielleicht das Elektrofeld aufsetzen können, aber dann ist halt der Dinger noch da. So, ich gehe mal in Pittsburgh. Ich weiß nicht, was er als Switching dafür dabei hat. Aber im Nahkampf wird er auch, live im Nahkampf wird er auch nicht tanken. Ist mir auf live. Ja, auf dem Nahkampf eigentlich nur Dragapult fahren, die wird er nicht reinwerfen wollen. Ich drücke es aus dem Nahkampf. Und spielen, oder? Element Life Orb, ja. Okay, da kann ich schon mal. Jetzt wird wahrscheinlich Kult oder Sky draufkommen, auf beide gehe ich in Pichu. Aber was, wir müssen Angst haben, dass der weg ist, ist halt Boshin. Das ist ja schon mal der, also, dass schon mal einer von beiden Step-Usern gegen ihn schon mal weg ist. Anderes Shaman Sky noch. Elsa, das ist wahrscheinlich Shaman Sky, oder? Ja, Shaman Sky. Ich bin bei Shaman Sky leider etwas sehr unbewahrt, was der kann. Ich glaube aber, der sollte keinen Kampfmove können. Also müsste da eigentlich ziemlich safe in B2 gehen können. In Ivy. Der Mist. Okay, das ist natürlich unlucky für ihn, aber freut mich natürlich umso mehr. Ich weiß, ob ich auf einmal T-Wave oder ob ich einfach auf einen Donnerblitz gehe. Oder ich auch auf einen Ice Beam. Aber den Ice Beam würde wahrscheinlich schon erwarten. Reicht hier auf den Blitz. Durch den Switch aus sollte Analyse, glaube ich, auch ein Ding sein. Heißt, wir kriegen gleich einen Analyse Donnerblitz auf das Rotom. Okay, entweder ist der auch Spätstef oder ich unterschätze mal wieder P2s Schaden. Überschätze mal wieder P2s Schaden. Sollte auch schon vollkommen sein. Okay, ist auch nur für. Ich scheine einfach nur über dieses. Mein Donnerblitz. Ist der Beste.
Okay, so schwätzt der Rotom, so wie es aussieht. Hier ein Open Letter. Ich würde mich jetzt ganz gerne mal T-Spikes rauskriegen. Und nochmal. Ist fein. Black Sludge. Was? Ah, fuck. Den habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Ja gut, jetzt kriege ich halt wahrscheinlich ein Black Sludge. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, passiert mir eigentlich was immer wieder. Ey. Also nicht so, ja. Den würde ich gleich einfach ganz gerne wieder... Okay, ich krieg meine T-Spikes nicht mehr. Das ist natürlich richtig nett. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt eben auch wissen, dass wir auf dem Timer sind, wir sollten zwei... Okay, wir nehmen nicht zwei. Auch gut zu wissen, ich hab gerne mein T-Spikes gehabt, aber okay, das schluckt mich ja nicht. Das ist alles ein bisschen blöd jetzt. Wir laufen so, würde ich mal sagen. Ist ja angehittet, ja, oder? Du musst ja nicht angehittet sein. Schade, dass ich es nicht mehr sehe. Ich würde jetzt aber einmal mal way down gehen. Mal 7. Mal schauen, was da reinkommt. Ja, um Schmarotzer gehen können, rein theoretisch. Noch wäre vielleicht im Nachhinein besser gewesen als Schmarotzer. So, weil ich damit auch eigentlich ein bisschen besser helfen kann. Ich auch immer noch ein Platz sein, ein Bestes. Okay, Rotom. Das Ding. Wenn das jetzt irgendwie ein Trigger ist oder sowas. Wenn wir das rausfinden, möchte ich definitiv auf die Giga Drain werden. Oder will ich die Giga Drain oder gehe ich lieber auf den Schmarotz? Weil ich nicht weiß, wenn das rausgeht, in Champions, in allen also zwischen Champions Sky macht. Deswegen gehe ich jetzt auf Schmarotzer. Gott, okay. Der kommt rein. Ey, da kommt, wie viel Machen bin ich. Also, soll ich okayen Schaden machen, glaube ich. Nicht viel, aber okay. Boah. Das ist definitiv okay. Ich gehe mal in ja, Latias, weil ich vielleicht. Also in der Hoffnung, dass jetzt endlich sagen wir mal switchen da rein, dass ich auf B2 vielleicht die Tosch anfressen will oder so. Das ist viel Schaden. Ich hoffe immer, denn ist nicht, dass ich vielleicht gescarft bin. Weil das bin ich ja. Okay. Freeze. Schade. Ja, ich will nicht free, also ich will eigentlich nicht auf irgendwas los mit ihm lassen. Deswegen tue ich einfach durch. Okay, das ist zu dumm. Warum mache ich jetzt immer wieder Plays, wenn ich eigentlich mit einmal mehr nachdenken, mir denken könnte, okay, ist keine gute Idee, das zu machen, mach's aber dann trotzdem. Tue dann mal so Ice Beam. Ich bin den B-Switch. Ich habe nur
drin haben. Okay. Das ist halt Dragapult, ne? Den tue ich aber trotzdem durch. Den Pult tue ich durch. Oder? Eigentlich habe ich ja Pichu. Extra dafür. Ich hätte einfach mal in die Giga gehen sollen. Ich will logische Entscheidungen treffen, das ist... Versteht sich irgendwie nicht so gut. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich hebe den Roshin raus und drücke diesmal direkt den Gigasauger. So, jetzt Giga Drain ich auf jeden Fall. Easy, easy. War geplant so. Das macht mich gar nicht. Das ist eigentlich nicht so Fokusstoß kann, also. Von dem her. Aber. Wir probieren es. Kann auch sein, ich habe jetzt Ult auf die Fresse flieg. Aber nochmal viel Close kommt rauszukriegen. Oder einmassen free. Er muss ja auch eins vom Knock haben, ne? Ich kann mir vorstellen, dass eins von den anderen Mons reinkommt, deswegen gehe ich auf den Appetit. Muss ja eins von den noch haben. Ich muss jetzt mit dem Jane schnell ein paar HP wieder. Den weg würde ich sehr begrüßen auf jeden Fall. Schade, dass ich ganz gleich hab. Ich gehe auf jeden Fall auf den Spirit Break. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie endlich mal auf den Appetit gehe und den dann irgendwie mal securen will. Ich mach's ganz safe. Und weg mit dem. So. Open Warp damit auch weg. Thunder Pills 7 und 8 für Valiant. In der Season. Na, da ich im Endeffekt noch 2 Kills available, weil ich mit dem Dragapult und Challenge gar nicht wegkriege. Challenge killt mich definitiv und je nachdem, was halt für ein Dragapult Set ist, killt er mich halt auch. Das war ein bisschen schwierig im Matchup für mich von vorhin, weil ich ja genau wusste, okay, die beiden ficken mich. So, Elsa kommt wieder. Ich gehe in God Voice. Greife einfach mal rein. Ich weiß nicht, ob ich da einfach einen Draco droppe. Weil ich habe leider einfach nichts. Oder ich habe einen Surfer halt für. Genau, für Rester. Ja, okay, den Spitzel droppe hier, werden es auch durchattacken. Bin ich aber auch fein mit. Vielleicht misst der Luftschnitt oder der Schocksamen. Nicht. Okay. Damit bleibt jetzt auch weg. Ich jetzt ein Pichu und wie mache ich dann weiter? Mache ich ein Double von Pichu direkt wieder in Pittsburgh oder wie mache ich das jetzt am besten? Ich soll hier einmal T-Raven. Dann ist er bisher noch nicht. Ich weiß halt nicht, ob er wieder darauf reagiert, dass da Pichu steht. Ich wüsste es gerne, wie er darauf reagiert, logischerweise. Vielleicht T-Wave einfach mal. Das ist der beste Midground in dem Moment.
Nein! Mistklick. Vielleicht macht er einen Double, keinen Plan. Okay. Was ist das da? Das Ding? Malefix, okay, ist das Dragapult oder ist das. Das Dragapult. Warum forcierst du das Matchup? Das ist das Matchup, was du nicht gewinnst. Das weißt du, oder? Und ich bewege dich hier auch nicht, ich drücke einmal die Ice Beam straight durch. Ich werde hier nicht traden. Das ist uncool. Ob ich jetzt auch nicht überfliegen kann, das wäre ja so grafisch gewesen. Was ist das denn für ein Set? Was spielt denn er noch? Hier ist ein Boshin. Hier ist ein Boshin. Der muss einmal seinen Delegator weggehen lassen, damit er mich auf 7 und einmal 7 danach. Oder Stunspawn. Da kann er nicht dagegen subben. Ich hätte wieder subben, wenn ich einmal attacked habe. Machen wir es so. Ich hoffe, dass er mir nicht zu viel Schaden macht. Das muss ich so machen. Spawn die bessere Variante hier. Curse, okay. Was ist denn? Summen kann er jetzt nicht nochmal. Kann das haben? Kann er subben? Disable. Aua. Ja, ich droppe sowieso. Vielleicht gibt es im Wesen was, weil ich sonst komme. Okay, geht doch nicht. Oh, jetzt ist Haro zu weit. Da ist es gleich gewesen. War ja schon geparat. Ist ja alles besser gewesen als der Sunspot-Play. Das ist wieder. Ich habe 3 Möglichkeiten. Ich entscheide mich genau für die falsche. Das ist jedes Mal das gleiche. Besser, wenn ich auf. Ja, ich muss eigentlich gegen den mit Ivy reingehen. Einfach T-Boten. Ich bin relativ speziell in diesem Spiel. Ja, das geht klar. Sieht sehr klar von Schaden her. Müsste jetzt der dritte, der vierte gewesen sein. Einer der gegen Boshin gemisst, einer ging auf Iron Valiant. Sollte aber Para sein oder missen? Okay, das ist schon. Geht klar, geht klar.
Stitch. Das ist ein Titel. Den T-Raven wäre auch direkt, falls der jetzt irgendeine dumme Scheiße mehr Scheiße machen will. Genau, Kit. Warum ist der Hassenbrot nicht blöd? Bitte misst sie gar nicht. Ich höre nur bei den Terra nicht rein. Einen kann ich noch leben. Ich hoffe jetzt, dass ich ihn nicht mehr überlassen. Okay, lebe ich nicht. Was hat denn? Na, das sind 3-0. Ich würde diesen Berlin killen und killen mit einem schönen Sky. Die Season läuft echt scheiße. Hat wieder ein, zwei Missbesten gewesen. Die eine hätte nicht hätten sein müssen. Na, und wieder Berlin 3 Kills. Luftschildmiss. Wir gehen jetzt auf den Luftschildmiss. Einfach hoffen. Einfach hoffen. Luftschildmiss und hoffen. Luftschildmiss. Luftschildmiss. Dass ich mit dem ersten Dash-Miss könnte noch was werden. Während ihm Abwehr oder das Bildbreak killt. Ich weiß nicht, was es für ein Pult ist. Okay, er macht safe. Passt. Schade. Jo, dann GG. Und wie gesagt, die Season läuft echt gottlos scheiße. Das ist absolut brutal. Hui. Also, Dragapult ganz blöd verloren. Also, ganz blöd, ja, der T-Wave-Para war in dem Moment einfach blöd. Vor allem, weil er nicht eine einzige bekommen hat, aber. Ja, wir spielen das Spiel, warum beschweren wir uns drüber? Ja. Erst der Flame Buddy vor ein paar Wochen, jetzt das. Alles blöd hier. Naja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Ihr könnt auf die anderen Spieltage schauen, wie es das, was noch abgeht. Und ja. Cheerio.